Hi, liebe Leute. Ja, ich bin's mal wieder hier aus dem Hochsauerland, komme gerade aus dem Büro und wollte mal eine Frage euch stellen und ein bisschen meine Meinung dazu euch auch erzählen, meine Erfahrungen, und bin mal ganz gespannt, wie ihr das seht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und was eure Prognose ist. Und die Frage ist eigentlich, ersetzen E-Mountainbikes bald die normalen Mountainbikes, manche sagen ja auch Biobikes oder die analogen Mountainbikes, bald komplett? Wie sieht es im Fahrradladen aus? Gibt es da eigentlich nur noch E-Mountainbikes oder auch im Verleih? Wie sind da eure Erfahrungen? Wie seht ihr das? Und ich möchte mal kurz meinen Hintergrund erzählen und ja, meine vorsichtige Prognose. Also man könnte auch fragen, wer braucht eigentlich noch ein Biobike? Es gibt mittlerweile auch E-Mountainbikes, die so 17 Kilo wiegen oder vielleicht auch leichter um den Dreh, die ein bisschen weniger lange Akkuzeit haben und nicht ganz die krasse Power, aber ja, sich vom Fahrgefühl recht ähnlich wie ein normales Bike anfühlen. Enduro-Bike zum Beispiel wiegt auch so 15 Kilo, ist jetzt gar nicht mehr so der große Unterschied. Aber diese Light-E-Mountainbikes, die da heißen, sind natürlich auch super teuer, also gar nicht für jeden erschwinglich. Jetzt die Frage, hier im Hochsauerland, wo es sehr bergig ist, sieht man wirklich, also zum großen Teil E-Mountainbikes. Wenige Leute, die normales Mountainbike fahren, das sind oft natürlich Leute, die im Radsport, also Mountainbike-Marathon unterwegs sind oder im Bikepark, wo natürlich wo es mit dem Lift hochgeht. Normale Enduros, normale Touren-Mountainbikes sieht man echt relativ selten. Das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung. Aber wenn man mal, ich wohne ja in Olsberg, das ist nebenan von Brilon, wenn man da mal im Trailground unterwegs ist, man trifft auch ja, zum großen Teil E-Mountainbike-Fahrer. Ich will das auch gar nicht jetzt abwerten. Ich zeige euch mal mein neues Rad. Ich habe mir ein Gebrauchtrad geholt. Zwei Biobikes müssen weg. Ich habe ein bisschen viele Fahrräder. Immer so ein Ersatzrad, weil ich habe ja auch keinen Führerschein. Fahre im Alltag immer. Aber da mussten jetzt mal zwei Biobikes weg. Hier seht ihr mein Gebrauchtrad, was ich mir geholt habe, weil ich liebe ja Fatbikes und jetzt habe ich auch eins mit Unterstützung. Eigentlich hatte ich vor, damit zu sagen, so als Familienvater und ich beruflich eingespannt, habe ich nicht mehr so die Zeit für lange Touren, aber innerhalb der 2 Stunden, die ich dann mal habe, oder 1,5 Stunden, schafft man mit so einem Rad natürlich mehr, wenn man Vollgas bergauf gibt mit Motor und Beinkraft, dann ist man echt ziemlich schnell, man schafft mehr Berge. Das stimmt wirklich, ich habe es mal probiert. Aber leider habe ich seit Juli, wo ich eine Infektion hatte, ihr wisst schon welche wahrscheinlich, habe ich immer noch das Problem, dass ich nicht voll belastbar bin. Ich habe es jetzt nochmal probiert. Ja, ich hoffe mal, dass sich das irgendwie in den nächsten Monaten legt, dass ich dann auch wieder Vollgas geben kann, auch mit dem Biobike. Ihr wisst, ich habe meine alten Biobikes und ich liebe Biobike fahren. Was ist denn der Unterschied? Also man kann natürlich sagen, man kann schneller mit dem E-Bike fahren, man kann auch Kraft sparen, man kann das Training steuern, wenn man im unteren Bereich, also das ist bei mir zum Beispiel so, ich muss halt im unteren Bereich bleiben. Bei mir ist gerade so, dass ich das, was ich eigentlich gerne mag beim Biken, also mal bergauf sich voll auszukotzen, so richtig Knallgas, ohne Motor, das geht gerade einfach bei mir nicht. Dann fühle ich mich echt schlecht. Ich hoffe mal, das legt sich. Und da passt mir jetzt das Rad, man sieht jetzt auch hier die Alltagsausstattung, weil ich auch auf Alltagswegen es jetzt gerade benutze teilweise, oder den Kindersitz, jetzt wo hier das Schloss ist, den Kindersitz drauf mache, mit meiner Tochter fahre. Muss noch ein bisschen was geändert werden, Sitzposition habe ich schon angepasst, bisschen gemütlicher, muss noch eine andere Schaltung, ja, wisst ihr, welche Schaltung ich am liebsten fahre, aus Kassel, die Roloff, die müsste da eigentlich noch mal dran, mal gucken, ja, und dicke Reifen, wenig Luftdruck, das ist genau mein Ding. Und man könnte jetzt sagen, bis auf die Radsportler, die normalen Biker, die gern Trails fahren, wenn die jetzt wirklich nur ein Bike haben und man sagt, die können nicht mehrere Fahrräder, die haben keinen Platz oder auch keine Lust, mehrere Räder zu warten, das kostet ja immer Reparatur, Wartung, dann würde ich sagen, könnte man sagen, ein E-Mountainbike ist ganz praktisch, weil man kann ja auch mit Motor ausfahren. Also das ist jetzt kein Witz oder so, aber wenn man eine gute Schaltung hat, zum Beispiel habe ich an meinem E-Mountainbike, ich füge mal einen kurzen Clip ein, dann seht ihr, das kennt ihr auch, mein E-Mountainbike, das Flyer, das fahre ich seit einigen Jahren, fährt immer noch super. Ja,
Da bin ich schon mehrere Touren komplett mit Motor ausgefahren. Einfach weil ich in einer gemischten Gruppe war, wo alle bergauf sehr langsam gefahren sind. Und da lohnt es sich nicht, den Motor anzumachen. Und da habe ich dann auch so eine Challenge für mich draus gemacht. Und es ging auch gut. Ging am Anfang nicht wegen Kettenschaltung, weil da war die Übersetzung nicht gut. Das Problem gibt es hier auch. Also der erste Gang, der ist echt nicht leicht genug, um ohne Motor bergauf zu fahren. Das wurde wahrscheinlich auch nicht so vorgesehen. Aber ich habe ja an einem anderen Bike auch eine Bosch. Wenn man hier das Bosch-Ding hat und hier eine Rohlauf hinten, dann passt das echt sehr gut. Man muss nur dem Computer Bescheid sagen, dass der keine Fehlermeldung macht. Das muss dann umprogrammiert werden. Aber ja, dann könnte man sagen, ein Bike für alles. Motor an, Eco oder ob man mehr fahren will, das bleibt einem ja selber überlassen. Trainingssteuerung und so weiter. Ja, aber andererseits gibt es natürlich wieder Aspekte. Biobikes sind wahrscheinlich preisgünstiger, je nachdem, welche Klasse man hat. Man hat nicht die Problematik, dass Motor oder irgendwas kaputt gehen kann. Also da muss jeder so seine Prioritäten setzen. Ich bin ja so ein bisschen oldschool. Normalerweise fahre ich noch nicht mal einen Tacho oder irgendwas. Und jetzt an so einem E-Bike ist halt direkt so ein kleiner Bordcomputer dabei. Also nicht bei allen, aber hier war der dran. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich das mal benutze, vielleicht mit dem Navi, das ist ganz interessant. War ich bisher auch nie so der Fan von. Aber ja, kann man auch sagen, ist natürlich auch gut, wenn man sowas hat, aber man kann sich auch ein Navi vom Handy ans Biobike machen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen was erzählt hier. Die Fahrradläden, klar, die sind alle auf E-Mountainbikes bezogen. Viele Leute fahren auch einfach durch Leasing, Bike-Leasing. Also die fahren gar nicht richtig Mountainbike im Wald auf Trails oder höchstens breite Wege. Aber haben trotzdem dann über das Bike-Leasing ein richtig schönes E-Mountainbike bekommen. Das steigert natürlich noch die Zahl der Leute, die E-Mountainbike fahren. Ja, boah, wie ist das bei euch und in eurem Umfeld? Kennt ihr viele Umsteiger, die vom Biobike aufs E-Mountainbike umgestiegen sind? Oder vielleicht auch mal andersrum, die mit E-Mountainbike in den Sport gekommen sind und jetzt sagen, so ein Biobike finde ich schon noch besser für Trainingszwecke oder einfach ein bisschen purer. Ich kann sagen, wenn man jetzt kein Marathon, Cross-Country, richtiger, ja, trainierter, austrainierter Athlet ist, dann ist man mit einem Biobike einfach langsamer bergauf, gerade wenn es steil ist. Ich nenne das die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Das kann man genießen. Bin ich mal gespannt, wie ihr dazu denkt. Und ja. Ach, ist das schön am See. Bei dem Ausblick habe ich doch fast vergessen, den Ausblick noch zu machen, die Prognose. Aus meiner Sicht, ich arbeite ja auch bei einem Fahrradmedienverlag. Wir sind da quasi auch ein bisschen im Thema mit den Händlern, weil wir ein B2B-Magazin haben. Und ich beobachte natürlich auch so ein bisschen aus meiner Sicht. Manche Fahrradmarken, wie zum Beispiel Rotwild, haben die Biobikes schon komplett gestrichen. Jetzt ist die Frage, wie wird das weitergehen? Ist das, ja, ist dann die Frage, ob es 80%, 90% dann bald EMTBs sind auf dem Markt. Und was mit den Biobikes, ob das dann quasi noch Nischen sind, wie ja, im Radsport, im Bikepark. Ja, bei Enduro wird es ein bisschen schwer, bei Turnrädern ist schwer zu prognostizieren, wie sich das entwickelt. Kann ich jetzt auch gar nicht so genau sagen. Gerade wegen den Light-E-Bikes vielleicht werden da noch mehr umsteigen vom normalen Enduro. Aufs Light-Enduro-E-Bike, boah, schwer zu sagen. Ich bin mal gespannt, wie ihr das hier seht, wie ihr euren Freundeskreis, wie ihr in eurer Stadt, in eurer Umgebung das so beobachtet. Ja, schreibt es mal in die Kommentare.